Hallo Sophie, wusstest du eigentlich, dass Ralf für die Hundesteuern bezahlen muss? Ich bin ja immer wieder erstaunt, wie viele verschiedene Steuerarten es gibt. Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer. Sie ist unterschiedlich hoch, je nachdem, in welcher Stadt der Hund angemeldet ist. Für Kampfhunde kann das ganz schön teuer werden. Für Begleithunde, Hilfs- oder Blindenhunde kann man eine Befreiung beantragen. Übrigens gibt es für andere Haustiere, zum Beispiel Katzen, keine Steuer. Ist das nicht ungerecht?